Hier, du Sabberschnute! Hau ab! Eine einzige Runkelrübe. Das ist ja die reinste Rekordernte. Hey, Kiha! Komm mal runter! Was wollt ihr denn? Wozu die Notlandung? Notfall. Transportauftrag. Die Rübe hier muss den Hügel rauf. Ausnahmsweise. Nur für euch. Siehst du? Da fliegt ihr. Die richtigen Ideen muss man haben. Kiha! Flayra mit Luftpost. Kiha wird von Tag zu Tag liebenswürdiger. Seit gestern werden schon wieder zwei von uns vermisst. Still, Hickory. Cowslip hat uns verboten, die Vermissten zu erwähnen. Die schimmernden Drähte haben sie erwischt. Jeder von uns kann der Nächste sein. Dagegen können wir nichts unternehmen. Wir können weggehen. So wie Strawberry damals. Oh. Er ist frei und lebt vergnügt in Watership Down. Wisst ihr noch? Esel hat uns eingeladen, mit ihnen oben auf den hohen Hügeln zu leben, so wie natürliche Kaninchen. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Die gibt es immer noch. Wir müssen einfach nur tapfer sein. Psst! Cowslip! Ihr teilt euch Flayra und Geheimnisse. Hab ich recht, Freunde? Darf ich mich zu euch gesellen? Eieiei, ich weiß nicht, der Hügel wird jedes Mal höher. Puh! Das macht ganz schön Appetit. Flayra wartet schon. Entschuldigung, mein lieber junger Freund, aber die gehört uns. Oh, tut mir leid, Hogbit. Schon in Ordnung, ich hab's ihm erlaubt. Wenn er so eine leckere Rübe haben will, dann soll er sich gefälligst selbst eine holen. Nein, er darf das Revier nicht verlassen. Wenn Sie ihn einfangen und nach Ephrathah zurückbringen, wäre das sein sicheres Ende. Also ist weiter, sie gehört dir. Klar? Dann lasse ich mich am besten auch von Woundwort kidnappen. Da macht ihr nur nichts draus. Los, Leute, wir gehen auf Patrouille. Strawberry, Patrouille. Bisschen hoppla. Ich komm auch mit. Pipkin, du weißt, was Hazel gesagt hat. Du bleibst schön zu Hause. Wie lange? Bis wir was anderes sagen. Sei brav. Da ist ja unser mutiger junger Freund. Aber wie siehst du denn aus, Pipkin? Total zerzaust. Na, lass nur, wir bringen das ganz schnell wieder in Ordnung. Ich fürchte, wir werden Watership Down nicht finden. Aber sie sind auf den hohen Hügeln. Wir müssen einfach nur Geduld haben. Wir finden sie schon. Was wollen die denn bei uns? Den Geruch kenne ich. Die kommen vom Revier der schimmernden Drähte. Ich glaube, das gibt Ärger. Dann wollen wir doch mal sehen, wie viel Ärger es gibt. So, das ist weit genug. Hickory und Marigold. Strawberry, wir haben euch gesucht. Dann bist du Hazel. Wir dachten schon, wir würden euch gar nicht finden. Wir wollen Cowslip verlassen und brauchen eure Hilfe. Bitte. Was machst du für ein mürrisches Gesicht, Pipkin? Ich bin längst kein Baby mehr. Und jetzt bist du traurig, weil du kein Baby mehr bist? Blackberry erlaubt nicht mehr, dass ich mit Jonah mitgehe und beim Abendsuchen helfe. Das ist gemein, das mache ich doch immer schon. Egal, dann mache ich es eben für dich. Auch wenn du Jonah gar nicht leiden kannst? Aber ja, lass nur. Ich mache es trotzdem. Das ist irgendwie sicherer für dich. Jetzt fängt Hannah auch schon damit an. Ja, womit denn? Mich auch wie ein Baby zu behandeln.
Alle sind sie draußen auf den Hügeln und ich sitze hier fest. Oh, ja. Es ist, als wollte man Kihar sagen, er sollte den Himmel meiden. Ich habe Hickory und Marigold gesagt, sie könnten sich uns anschließen, aber sie sind fest entschlossen, ein eigenes Gehege zu gründen. Nur ihr zwei? Nein, nein, es gibt viele, die mitmachen wollen. Aber alle konnten nicht kommen, das wäre Cowslip aufgefallen. Ihr sollt uns zeigen, wie ein Wildkaninchen lebt und wir geben das dann weiter. Wenn wir es alle wissen, werden wir gemeinsam Cowslips Gehege verlassen. Es macht große Mühe, ein Gehege aufzubauen. Da habt ihr viel zu lernen. Das ist uns egal. Wir können im Schatten der schimmernden Drähte nicht länger leben. Wäre doch schön, Nachbarn zu haben. Und Verbündete. Zwei Gehege gegen die Aphrafa sind besser als eins. Wie wäre es, wenn sie mein altes Gehege übernehmen? Fabelhafte Idee. Ist doch schade, wenn das gute alte Redstone ewig leer steht. Gut, einverstanden. Wir helfen euch. Kann ich auch mit nach Redstone? Dann könnte ich euch zeigen, wie man mit anderen Tieren spricht. Und, Das geht nicht, Pipkin. Vielleicht ein anderes Mal. Ach, wir hatten eine grandiose Zeit in Redstone. Raufereien auf den Wiesen, Streifzüge zu den Bauernhöfen und das Beste war immer Versteckspielen vor den Eulen. Aber das war nicht nur Spiel und Spaß. Hä? Erst war ich Gefangener in Aphrafa, jetzt bin ich Gefangener in Watership Down. Hazel sorgt sich eben um dich, Minjung. Wir alle haben Angst, dich nochmal zu verlieren. Nicht? Die wollen doch bloß nicht, dass ich groß werde. Na, dann werd doch nicht groß. Werd wieder klein. Ein großes, kleines, quengelndes Baby. Ha, das wär's. Wollen doch mal sehen, ob ihnen das gefällt. Ich glaube, das würde ihnen überhaupt nicht gefallen. Oh, mir ist so heiß. Oh, sucht mir etwas Schatten. Ich will jetzt Rhabarber. Ja, das ist gut. Großes, kleines, quengelndes Baby. Sehr gut. Cowslip ist nicht zu sehen. Vielleicht weiß er gar nicht, dass wir weg waren. Wir waren bei Hazel. Er hilft uns, ein eigenes Gehege zu gründen. Ein eigenes Zuhause? Na, stellt euch das vor. Wir werden frei sein. So hat es Frisk gewollt. Frei sein, das ist es, was wir wollen. Jetzt verteilt euch, bevor Cowslip uns sieht. Frei sein ist eine schöne Lüge, Freunde. Es gibt kein Entkommen vor dem schimmernden Draht. So, da wären wir. Willkommen im Redstone-Gehege. Hat ein bisschen was von einem Rattenloch, findest du nicht? Naja, es ist nicht ganz so prächtig wie Cowslips Revier, auch die Umgebung nicht. Also, ich finde es wunderschön. Ein Zuhause. Die stellen überhaupt keine Ansprüche. Trotzdem, ich denke, besser hier als in einem Revier voller Drahtschlingen. Wie kommen wir rein, wenn da so ein Netz davor ist? Tolle Frage. Na, wie wohl? Das ist ein Spinnennetz. Wisst ihr denn gar nichts? Hier. Ganz einfach. Seht ihr? Erste Lektion im Saubermachen für euch. Versuch's mal, Marigold. Ach, wie schön. Hallo, Bigwig. Hast du etwa geschlafen? Wie hat es denn deiner Meinung nach ausgesehen? Ich will mit dir Fang spielen. Aber das haben wir doch schon. Und Bobstein spielen und Eicheln rollen und verstecken. Doch jetzt will ich mein Mittagsschläfchen halten. Aber mir ist langweilig und ich habe nichts zu tun. Wir können uns auch irgendwas Feines zu essen suchen, wenn du willst. Wir können uns Klee suchen und... Wenn du jetzt kein Klee essen willst, mein Junge, dann geh bitte los und such dir selber welchen. Aber ihr habt mir doch verboten, allein irgendwo hinzugehen. Das weißt du ganz genau. Na, also gut, dann gehen wir eben. Nein, lieber nicht. Jetzt bin ich müde geworden. Hol du mir welchen. Blackberry! Primrose! Hm? Was ist denn los? Unterhaltet mal diesen Pipkin eine Weile. Ich bin unterwegs und hole dem lieben Kleinen seinen verdammten Klee. Aber nicht zu wenig! Mmh.
Was für ein süßer Fuchs, Dandelion. Hallo, Fuchs. Fast hättest du mich erwischt. Also, der Fuchs hat eine Witterung aufgenommen. Und gleich kann er da sein. Was wirst du tun? Ich weiß nicht. Hier kann man sich nicht verstecken. Und wie wäre es mit dem Gras? Aber der Fuchs ist da drin. Er kriegt uns. Nicht, wenn er euren Geruch verliert. Wir gehen durchs Wasser und dann wieder zurück. Ihr habt es erfasst, dann macht das mal. Hier draußen kriegt ihr keine zweite Chance. Ich werde nie so schnell und klug sein wie du und Dandelion. Doch, natürlich habt ihr recht. Wir haben mehr Erfahrung. Aber trotzdem, in jedem Wildkaninchen steckt ein Era. Ihr wisst doch, wie es bei der Ausla heißt. Wer wagt, der gewinnt. Nein. Bei uns gibt es keine Ausla. Ach, hey. Dann kennt ihr nicht die berühmte Geschichte, wie Era gewagt und gewonnen hat? Wir erzählen uns nie Geschichten von Era. Cowslip sagt, sie wären albern. Was weiß der schon? Na, dann macht es euch mal bequem und ich erzähle euch die Geschichte. Früher kannten die Wildkaninchen noch keine Höhlen. Sie lebten ohne Schutz. Elil, das Wiesel, jagte sie Tag und Nacht. Es war eine schreckliche Zeit und Elra überlegte, was er tun könnte, um seinem Volk zu helfen. Also gingen er und Rapskatte zu Prinz Regenbogen und baten ihn um Rat und Hilfe. Er riet ihnen, zum Tal der Weisheit zu gehen und dort zu warten, bis Frith erscheinen würde. Und das taten sie dann auch. Großer Frith, bitte mach mich weise, damit ich in der Lage bin, meinem Volk zu helfen. Weisheit musst du dir verdienen, Elara. Du musst die Schlucht überspringen und damit beweisen, dass du es wert bist. Solch einen riesengroßen Sprung hielt Rapskatte für unmöglich und er bat Elara, ihn gar nicht erst zu versuchen. Aber Elara, der sein Volk über alles liebte, wollte nichts unversucht lassen, um es vor dem Untergang zu bewahren. Und er ist gesprungen. Sein Glaube und sein Mut haben ihn davongetragen, wie der Wind den Vogel. Dein Herz ist aufrichtig, Elara. Die Weisheit ist dir verliehen. Und als ihn das Licht von Frith berührte, da wusste Elara, wie er sein Volk retten würde. Ja, sie müssen Löcher graben und unter der Erde leben. Sicher vor Elil und warm im Winter. Und glücklich für immer. Schön. Also hat Elara etwas gewagt, um Weisheit zu erlangen. Und er hat gewonnen. Die Geschichte macht richtig Mut. Danke, Dandelion. Hast du schon mal was gewagt? Ich glaube, mehr als die meisten anderen. Einmal war ich sogar in der finsteren Höhle eines Rududus. Oh, doch nicht schon wieder? Was ist ein Rududu? Es hat eine harte Schale, so wie eine Schildkröte. Die Menschen fahren damit rum. Hört ihr? Rududus. Und was passierte in der Höhle? Ich sah, wie zwei helle Lichter auf mich zukamen. Die Augen eines Rududus. Es stank und brüllte und kam näher und näher. Und? Was hast du getan? Nun, ich sagte nur Halt und Rududu hielt. Du musst ja riesig mutig sein. Ich habe gewagt und gewonnen. Meine leichteste Übung. Na gut, schreiten wir zur nächsten Lektion. Eulen ausweichen. Was denn los, ihr Fische? Traut ihr euch etwa nicht? Jetzt reicht es mir, Pipkin. Los raus mit dir. Aber ich habe doch so Angst, Bigwig. Ich stelle mir vor, ein Fuchs oder ein Wiesel kommen in die Höhle und holen mich. Oder ein Marder. Oder ein Dachs. Scheußlich, hier im Freien zu schlafen. Gehört aber zur Ausbildung. Wenn wir mutiger werden, dann wird später alles leichter sein. Wir sollten auch so ein Rududu anhalten, wie Dandelion. Dann fürchten wir uns vor nichts und niemandem mehr. Wollen wir? Ist das nicht zu gefährlich? Nur so können wir gewinnen. Wo sind denn die Rududus? Ah!
Leiche! Ich kann nicht! Ich trau mich nicht! Dann bleib stehen! Ich hole Hilfe! Machen Sie das ganz gut. Ja. Hickory! Marigold, das reicht jetzt! Die beiden sind verkrüppelt. Wollt ihr, dass ich noch weitersuche? Nein, das brauchst du nicht. Die sind wahrscheinlich zu Cowslip zurückgehoppelt, damit er keinen Verdacht schöpft. Hoppet! Dandelion! Hilfe! Hierher! Yeah. Hoppet! Ihre nächste Lektion heißt schnell sein, aber leise. Hickory! Er sitzt in der Falle mitten auf einem riesigen Menschenpfad. Und kannst du mir auch verraten, was er da will? Gar nichts. Aber du kannst doch Rududus anhalten. Du weißt wie. Sie halten nicht. Sie kommen und kommen. In Ordnung, nun beruhige dich doch. Wir hoppeln jetzt dahin und sehen, was zu tun ist. Du siehst aus, als hättest du 3 Nächte nicht geschlafen. Neuerdings habe ich Albträume. Pickwick lässt mich ganz allein in der Höhle. Der Tau ist noch nicht einmal getrocknet, Pipkin. So lange kann's nicht gewesen sein. Ihr habt mir beide versprochen, dass ihr mich nie mehr allein lasst, weil mir sonst was Schlimmes zustoßen kann. Das kann es schon sehr bald, mein liebes Freundchen. Bleib stehen, du verrücktes Kaninchen. So wird das doch nix. Da ist nichts zu machen. Wir müssen ihm aber helfen, sonst läuft er noch in ein Rududu. Wir haben gedacht, wenn wir das wagen, werden wir nie wieder Angst haben. Etwas wagen, ohne abzuwägen, ist dumm. Es wird alles gut, Hickory. Ich bin hier. Jetzt krieg dich wieder ein und dann gehen wir zurück. Ich mag das nicht. Es geht nicht. Was ist? Wollt ihr etwa da versauern? Wir sitzen hier ziemlich fest. Hast du einen Vorschlag? Wenn ihr euch nicht Flügel wachsen lassen könnt, um zurückzufliegen... Nein. Hazel fällt immer was ein. Ich flieg ihn holen. Na, was hast du dir denn jetzt schon wieder ausgedacht? Ich war zu nah am Abhang. Stell dir mal vor, ich wäre den ganzen Berg runtergepurzelt. Na, was wäre denn dann? Vielleicht würdest du dann etwas weniger dummes Zeug reden. Ja, am besten gehst du wohl wieder runter in den Baum. Ab mit dir. Los! Ja! Ilim, Ilim! Rette mich! Schluss jetzt! Es reicht, Pipkin. Es gibt Schwierigkeiten, Hazel. Hickory kommt nicht mehr über die Straße. Er hat Angst vor den Rududus. Dann kommt, lasst uns gehen. Kann ich helfen? Du? Du hast doch schon vor deinem eigenen Schatten Angst. Aber mit Absicht, ich habe doch das Baby nur gespielt. Ich wollte euch so richtig auf die Rübe gehen, damit ich wieder ich selbst sein kann. Ich weiß, dass ihr Angst habt, dass die Elfrafa mich nochmal erwischt. Aber ihr könnt mich doch nicht ansperren, weil irgendwann mal irgendwas passieren kann. Jedem von uns kann was passieren. Da hat er recht. Wir hören damit auf. Also komm mit. Und dein Getrete und Gejammer und das furchtbare Geschnarche, das war alles Absicht? Ich weiß gar nicht, was du meinst, Pickwick. Ich habe geschlafen wie ein Baby. Hazel ist da. Der hilft euch. Eine gefährliche Stelle. Vielleicht kann ich Hickory trotzdem dazu bringen, loszurennen. Hickory, hör zu. Auf mein Kommando laufen wir zusammen los, in Ordnung? Er will nicht und es wird höchste Zeit. Diese Rududus sind die reinen Stinktiere. Ich kriege keine Luft mehr. Wie kommen eigentlich die Gänse zum Teil? Natürlich fliegen sie. Was denn sonst? Hofgänse können nicht fliegen. Pipkin, frag die Gänse, wie sie über die Straße kommen. Hallo, könnt ihr mir bitte sagen, wie ihr über die Straße kommt? Na, wie denn wohl? Wir gehen rüber. Und die Rududus stören euch nicht? Alle auf einmal. Und dann halten sie an. Immer. Sag mal, könntet ihr sie auch für uns anhalten? Wir müssen einem guten Freund helfen. Ach, no. Sie wollen uns nicht helfen, aber ich weiß, wie es geht. Na, dann raus damit. Also, die Gänse sagen, die Rududus halten an, wenn alle gemeinsam gehen.
können wir doch auch. Alle gehen zusammen los. Und dann werden auch alle schön zusammen platt gemacht. Oh, eine ganz tolle Idee, Pipkin. Ganz toll. Hm. Wer wagt, gewinnt. Das war doch Elras Wahlspruch, nicht wahr? Nein! Nein! Halt! Nicht! Bei Frizz, das ist doch völlig verrückt. Ich kann nicht hinsehen. Los, alles rüber! Beeilt euch! Wie gut, dass du mitgekommen bist, Pipkin. Wir haben gegen ein Rododo gesiegt. Ganz gute Leistung. Wir sind wohl noch nicht so weit, allein hier leben zu können. Eins nach dem anderen. Wir kriegen das schon hin. Beim nächsten Vollmond treffen wir uns wieder und machen weiter. Und wir machen uns jetzt auf den Weg. Und wir erzählen allen, was wir hier gelernt haben. Seid vorsichtig und hört nur nicht auf Cowslip. Wir wollen, dass ihr unsere Nachbarn werdet. Mhm. Sie riskieren alles für die Freiheit und denken trotzdem, sie wären nicht mutig genug. Summer.